Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bonität Box von Enno. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bonität von Enno. Das Ganze am 21. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von Enno. So sieht das aus. Wir werden mal die Folie abmachen und uns dann im Detail ansehen. Einmal hier aufschneiden. So. Also, so sieht sie aus, die Box. In weiß, wir haben hier auf der Vorderseite den Interpreten Enno dreimal abgebildet. In zwei verschiedenen Posen und in zwei verschiedenen Outfits. Einmal hier frontal in einer schwarzen Burberry-Jacke und links und rechts, das wurde meiner Meinung nach so gespiegelt, haben wir ihn dann noch in einer Fendi-Jacke. So, Alles oder Nix Records präsentiert. Enno, lesen wir hier oben. Und dann lesen wir noch Bonität. Dahinter haben wir dann so Diamantenoptik, also hier überall so geschliffene Steine. Ebenso auf der Unterseite. Rechts ebenso plus Enno-Schriftzug. Oben die Diamantenoptik. Links die Optik inklusive Bonität-Schriftzug. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, dass wir auch wieder den Albumtitel lesen. Und dann haben wir hier die Beteiligten und einen Barcode. Spannenderweise hier noch zusätzlich ein Barcode, also man hat den eigentlichen Barcode hier mit einem weiteren Barcode überklebt. Okay. Und was auch etwas speziell ist, dass die Box scheinbar so prall gefüllt ist, dass sie sonst von alleine aufplatzen würde. Und deswegen hat man hier das Ganze noch zusätzlich versiegelt mit zwei so kreisförmigen Stickern. Die werden wir mal hier aufschneiden, diese Siegel. Einmal, zweimal. So. Gut, wir haben hier einmal eine Kappe. Dann haben wir ein Trikot. Das Album an sich. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Und ein Poster. Dann haben wir noch einen Flyer zur Bonität-Tour und jede Menge Sticker. Jawohl. So, von innen die Box in weiß. Packen wir mal wieder zusammen. Machen die Box derweil hier auf die Seite. Und das Einzige, was hier wirklich in Folie ist, scheint das Album zu sein. Ansonsten, ja, also rein so vom Plastikanteil, umweltfreundlich ist die Box. Dann holen wir mal das Album ebenso aus der Folie, wie auch schon die Box. Und dann kann es auch schon losgehen. Also, wir haben hier das Album, die Album-CD. Die kommt hier in einem regulären Jewelcase. Das Cover etwas abgewandelt. Wir haben hier den Interpreten noch einmal und dann auch nicht so frontal, sondern so seitlich stehend. Alles oder nichts Records, oder nein, alles oder nichts, also ohne Records, es steht nur alles oder nichts präsentiert. Bonität, ebenso hier auf der Seite, Bonität. Hier dann auch nochmal. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Stück haben wir hier drauf. Wir haben hier Features von Levo 183, Miami Yasin, Nimo, SL und Xatar. Okay, also bis auf die erste Person hier, Levo 183, muss ich ehrlich sagen, den kenne ich nicht, die anderen natürlich schon. Dann haben wir wieder die Beteiligten plus Barcode und schauen mal ins Innenleben. Als erstes wie immer Booklet, das ist recht dünn. So, was haben wir? Einerseits die Infos zu den Tracks, also wer hat produziert. Das kann man hier sehen, die meisten Tracks von Iceberg. Dann haben wir hier Enno vor einem dicken Wagen stehend. Dann hier im Wagen sitzend. So sieht das aus.
Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Infos. Also, wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier ein Ferrari, eventuell Testarossa. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Ich glaube schon. So, dann haben wir hier eine fette Palette 200 oder 50 € Scheine so zusammengepresst. Sieht echt mächtig aus. Und der gute Mann parkt hier vor dem Casino. Dann haben wir hier noch die Albumcredits. Und so sieht das Ganze auf der Rückseite aus. So, dann kommen wir zur Album-CD. Alles hier im Innenleben in dieser geschliffenen Optik, in dieser Diamantenoptik. Und ebenso die Rückseite. Gut, das war's zum Thema Musik in dieser Box. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte im Hochformat. Wir haben hier Enno in einer heftigen Parkgarage zwischen zwei. Da ist die Frage. Ich würde fast sagen, dass auf der linken Seite hier ist ein Lamborghini und das auf der rechten Seite rein so von der Form und vom Tankdeckel hier, von dem rechten, würde ich fast sagen, das ist ein Bugatti. So, dann haben wir hier Schriftzug Enno. Das wurde hier wirklich unterschrieben mit einem, ja, Gold-Silber zum Stift. Rückseite ist blank weiß. Dann haben wir Sticker, jede Menge Sticker. Und zwar haben wir hier, ich glaube, drei Motive sind es ja wohl, drei verschiedene Motive je dreimal vorhanden. Also wir haben einmal diesen hier, Enno Bonität im Querformat, in weiß und schwarz ist das, dunkelblau. Ja, ich würde sagen, so ein ziemlich dunkles Dunkelblau. Dreimal. Dann haben wir dreimal selbes Format. In weiß und schwarz dann hier den Enno-Schriftzug, angelehnt an das AMG von Mercedes. Und dann haben wir noch dreimal das Albumcover quadratisch. Also 3x3 ergibt dann insgesamt 9 Sticker. So, dann haben wir etwas ungewöhnlich, eine gebrandete Kappe eines bekannten deutschen Sportartikelherstellers. Und zwar haben wir hier eine weiße Puma Cap mit schwarzem Logo, mit schwarzem Puma drauf. Hier vorne dann auch noch ein Sticker in Silber und Weiß. Die haben ja schon länger eine Kooperation. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob alles oder nichts oder generell nur Enno. Ich glaube fast, diese Kooperation beschränkt sich auf Enno. Denn es gab ja auch schon in der letzten Box diesen Puma Fuchs-Rucksack damals zu der Fuchsbox. Und das wird jetzt scheinbar hier fortgeführt mit dieser Kappe. Also hier oben haben wir einmal ein Zettelchen Adult. Okay, Barcode ist dran. Puma Logo, man kennt's. Auf der Rückseite haben wir den Enno Schriftzug in Schwarz. Die Kappe ist hier mit Klettverschluss. Also keine Snapback oder sowas, sondern wir haben hier das Ganze mit Klettverschluss entsprechend an den Kopf anzupassen. So sieht das von innen aus, beziehungsweise der Schirm von unten auch hier in weiß. So, nochmal Puma, der Einleger, weg damit. Und dann haben wir es bei dieser Kappe zu tun, mit einer Puma ist klar, aber wir haben hier, wo haben wir das Material? Ich habe jetzt kein Material sehen können. Also, ich lese hier zumindest mal Made in Philippinen. Grüße gehen raus. Und ansonsten zum Material habe ich hier leider nichts weiter finden können. Naja, aber ich gehe mal davon aus, dass es hier um Baumwolle, dass es sich um Baumwolle handelt. Ein zweites Kleidungsstück haben wir hier neben der Kappe auch noch. Und zwar ein Trikot. So von der Gestaltung her, vom Schnitt her, ist das für mich eher ein Basketballtrikot. Also wir haben hier ein hellblau-türkises Trikot mit schwarzen und rosanen Bündchen. Hier auf der Brust dann einmal die Puma-Katze, dann hier der Enno-Schriftzug. Dann hier der Albumtitel Bonität. Dann haben wir hier unten noch Always Stay
Jetzt dachte ich erst, da steht Stay Hard, aber nein, hier steht Stay Rad. Rad, okay. Inferno Ragazzi, also das ist das Label aus Italien, mit dem das hier produziert wurde, dieses Trikot. Auf der Rückseite haben wir den Enno-Schriftzug im Nackenbereich, darunter dann die Nummer 3, wahrscheinlich für das dritte Album. Und dann hier wieder den Albumtitel. So, wie gesagt, sowohl hier an den Armen als auch hier im Halsbereich haben wir hier so einen schwarz-pinken Stoff vernäht. Das Ganze dann hier unten ohne. Also dieser Rand, dieser Saum ist hier wirklich nur oben und an den Armen. Und dann lesen wir hier noch Inferno Ragazzi One Size Fits All. Das Ganze ist 100% Awesome, 100% Enno, 100% Polyester, Do Not Wash With Dynamite. Oh, das würde ich euch auch raten. Proudly designed by Inferno Ragazzi und wir haben hier Made in Italy. Okay, also das sieht man auch sehr, sehr selten, dass ein Kleidungsstück, das es in eine Deutschrap-Box schafft, Made in Italy ist. Aber ja, ist scheinbar möglich. Dann haben wir einen Flyer. Gut, ist jetzt für mich kein wirklicher Boxinhalt. Wir haben auf der einen Seite Merchandise von Enno, auf der anderen Seite die Tour. Also wenn ihr Enno live sehen wollt, dann könnt ihr das hier tun. Hier tritt er auf. Ja, spannenderweise startet die Tour gleich in meiner Stadt. Am 1. März. Und dann haben wir ein Poster mit dabei. Und zwar sieht das so aus. Enno in einem, ja, muss ich ehrlich sagen, extrem hässlichen Strickpullover. Sieht so aus, als würde er hier gerade beten. Also die Hände sind gefalten. Und auf der Rückseite dann dieses Foto, das wir schon von der Autogrammkarte kennen. Hier mit dieser Dior-Weste inmitten dieser heftigen Autos. Ja, das Poster beidseitig bedruckt, beide Male im Hochformat. Und das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gesagte Poster beidseitig bedruckt im Hochformat. Der Flyer zur kommenden Bonität-Tour. Das Trikot von Inferno Ragazzi. Die Kappe von Puma in Weiß und Schwarz. Sticker, drei Motive, je dreifach vorhanden. Also 9 Sticker an der Zahl. Die unterschriebene Autogrammkarte und natürlich das Album an sich im regulären Jewelcase mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Bonität von Enno. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Enno unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.